So, hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Heute ist es meine besondere Freude, euch mitteilen zu dürfen, dass es heute der erste Sneak Peek ist. Wir sind heute im Developer-Bild und es geht schon los. Es ist Sneak Peek-Zeit und Sneak Peek Nummer 1 ist jetzt schon da. Und bei Sneak Peek Nummer 1, das habe ich so oft Sneak Peek gesagt, zählt mal mit, wie viel. Nein, bei der heutigen Folge geht es um die Quality of Life-Verbesserungen und um ein paar neue Level. Aber ich kann es jetzt schon mal sagen. Ich habe auch erst so ein bisschen gedacht, was ist denn das jetzt? Kommt da jetzt überhaupt noch was Gescheites? Ihr müsst auf jeden Fall euch das mal alles anhören, denn da sind echt einige richtig coole Sachen bei, die man vielleicht auf den ersten Blick so etwas überliest. Deswegen hört genau hin. Ich habe jetzt hier schon mal die ganzen Mauern aufgestellt. Das bedeutet, da werden wir gleich noch zu kommen, was es denn damit auf sich hat. Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal an. Und zwar hier. Ah, warte. So sieht das doch, schon mal viel schöner aus. Fast nicht zu erkennen, der Unterschied bei den Bogentürmen. Links haben wir den neuen Bogenturm Level 19 und rechts haben wir Bogenturm Level 18. Die unterscheiden sich echt kaum. Dieses hellblaue, dieses Eis, das ist etwas dicker bei Bogenturm Nummer 19. Und ja, ansonsten echt. Ja, wir sind's doch da unten, quasi dieses, ja, wie soll ich das sagen, diese Farbe, die wir da auch beim Rathaus sehen, das ist jetzt etwas kleiner, wir sehen da noch etwas mehr Gold, so eine kleine Goldumrandung, aber ansonsten echt kaum zu sehen. Dann haben wir hier noch was, Tesla bekommt ein neues Level, nämlich, jetzt ist er maxed auf Level 12, das ist der linke von den beiden. Wir sehen das ganz gut, oben diese Stachel, ne, oben auf der Kugel drauf, die sind jetzt in Gold, also das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, den Unterschied. Ich meine, sie müssen da halt schauen, dass sie da leichte Veränderungen machen. Ich kann da schon verstehen, dass die Veränderungen da jetzt nicht so ganz so hoch sind. Upgrade-Kosten kann ich euch ja mal eben sagen. 16 Millionen Gold für den Bogenturm, 16,5 Millionen für den Tesla. Dauert beim Bogenturm 16 Tage und beim Tesla 17 Tage. Alle weiteren Stats könnt ihr natürlich gerne in der Beschreibung nachlesen. Da verlinke ich euch dann den offiziellen Blogpost von Clash of Clans. Und dann könnt ihr das da nachlesen. Dann jetzt was ganz Cooles, das was man eigentlich am Anfang so ein bisschen übersieht. Wir gucken uns das hier mal an. Da sehen wir, das Lager hier, das Armeelager, ist Level 10. Das Armeelager ist Level 11. Oh, was ist da denn los? Und wir sehen plötzlich, die Armeekapazität ist plötzlich bei mir 295 und sie wird sogar im richtigen Spiel 300 sein. Sie wird 300 sein. Das ist krass. Das ist krass. 300. Und ich kann euch auch sagen, warum. Sie haben gesagt, an additional level to army camps will be sure to steer the metagame in new and exciting ways. Also, es sollen sich da neue Wege eröffnen für die Spieler. Deswegen, das, was wir jetzt hier sehen, das ist Level 11. Armee-Camp oder beziehungsweise das Lager für die Truppen, Level 11, maximaler Level. 16 Millionen Elixier kostet es, dauert 16 Tage und kann 75 Truppen aufnehmen. Also haben wir insgesamt eine Kapazität von 300, wenn ich das gleich... Ich werde das gleich natürlich noch upgraden, Leute. Und dann gucken wir noch drauf, was noch fehlt. Es fehlen nämlich noch Sachen. Bis gleich. So, wir sind wieder da und ich habe jetzt mal um das ganze Dorf bei mir die Mauern gezogen, denn 100 weitere Mauersegmente können jetzt auf das maximale Level, nämlich Level 14, gezogen werden. Bedeutet, es sind dann alle Mauern Level 14 und wir sehen das schon. Was befindet sich denn da in meinem Armeelager? Der Magier bekommt ein neues Level. Er ist jetzt maxed auf Level 10. Er sieht sehr, sehr cool aus. 15 Millionen Elixier kostet er zum Upgraden. 15 Tage Zeit, 245 DPS, 250 HP und Trainingskosten 4600. Aber wir gucken uns mal die Stats an von dem kleinen Magier. Da ist er, guck mal. Guck dich mal die Augen an. Ah, er wirkt schon ein bisschen böse, muss ich sagen, aber sein Mantel sieht natürlich mega geil aus auf dem Level. Magier, Level 10. Da sehen wir ihn nochmal in der Übersicht. Stats können sich natürlich noch ändern, weil es der Developer-Bild ist, aber ich vermute mal, das werden sie eher nicht mehr tun. Deswegen sehen wir das nochmal. Schaden 245, Trefferpunkte 250, Ausbildungskosten 4600 und Ausbildungsdauer 2 Minuten. Zum Upgraden kostet er 15 Millionen und dauert 15 Tage. So, wer wird uns denn jetzt hier im Armeelager... Oh, da sind sie schon! Da sind sie schon! Ich wollte gerade sagen, wer wird uns denn jetzt hier im Armeelager begleiten? Die Pekka. Die Pekka bekommt ein neues Level und zwar ist sie dann maxed auf Level 9. 15,5 Millionen Elixier kostet sie zum Upgraden und dauert 15 Tage. Etwas teurer als der Magier, aber
Guckt euch das mal an, dieses Schwert. Allein wie geil das schon aussieht, wenn diese Schwerter schon jetzt so am Dampfen sind, am Rauchen sind, zusammen mit dem Armeelager. Ja, da kommt die Dorffrau doch vorbei und guckt auch mal noch vorbei und klatscht ein bisschen für unsere Päcker. Alter Schwede, die sehen wirklich angsteinflößend aus. Muss man wirklich sagen, die sehen wirklich angsteinflößend aus. Wir machen natürlich auch noch einen Angriff mit allen neuen, mit den ganzen neuen Truppen. Einen fehlt nämlich noch. Da kommen wir ja auch noch zu den Quality of Life Verbesserungen und den Game Changes. Das haben wir ja noch gar nicht besprochen. Aber zuerst einmal gucken wir auf die Stats von der Pekka. Pekka Level 9. 680 Schaden, 6700 Trefferpunkte, Ausbildungskosten 32.500. Am Platz hat sich natürlich nichts geändert. Genauso wenig an der Schadensart, an den Zielen und an der Geschwindigkeit. Ausbildungsdauer nach wie vor 12 Minuten für unsere Pekka Level 9. So, wer kommt denn jetzt? Na, ratet doch mal mit. Wer kommt denn jetzt? Ja, da. Wie geil das aussieht. Da sind sie. Ist ein bisschen unscheinbarer eigentlich, muss man sagen. Die Riesen auf Level 10. Das ist jetzt ihr maximales Level und da, es sind einfach viele. Dadurch, dass sie ja nur 5 Wohnraum haben, passen da natürlich relativ viele rein, muss man sagen. Ja. So sieht er auf jeden Fall aus, der Riese Level 10. Kostet, genauso wie der Magier, 15 Millionen Elixier zum Upgraden auf Level 10 und dauert 15 Tage. Und da würde ich mal sagen, gucken wir mal auf die Stats von unserem kleinen Freund. Ja, ja. Ja, der Schlagring da um seine Hand, der sieht jetzt schon relativ gefährlich aus, muss man sagen. Muss sagen, sieht gut aus. So ein bisschen Bronze alles gehalten, diese Stacheln auf seiner Schulter. Passt ganz gut zu seinen Haaren, ehrlich gesagt. Und dann gucken wir mal, was kann er denn? Wie viel kostet er? Also beziehungsweise wie viel Ausbildungskosten hat er? Was hat er denn an Schaden? Und so weiter. Bis gleich. Da ist er, der kleine Fratz. 72 Schaden, 2000 Trefferpunkte, 5000 Ausbildungskosten und dauert 2 Minuten. An den, wie gesagt, an den anderen Stats hat sich ja nichts getan. Und da würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal rüber zu den Quality of Life Verbesserungen. Die sind nämlich auch richtig cool. Kann ich euch leider nicht alles zeigen, weil einfach nicht alles im Developer-Bild drin ist. Kann es euch aber sagen. Und das ist ziemlich cool. Und ich würde mal sagen, Ich mache einen kleinen Hintergrund fertig für euch. Dann könnt ihr, während ich das erzähle, euch das mal angucken. Bis gleich. So, dann lasst uns doch mal, während wir jetzt die neuen Truppen sehen, wie sie da ein bisschen im Armeelager rumlaufen. Das habe ich extra mal so gemacht. Also jetzt kann man ja machen 100, 100, 100, ne? Also 100 Kapazität Magier, 100 Kapazität Pekka, 100 Kapazität, quasi Riesen. Wir gucken mal drauf. Also, Supertruppen-Cooldown wurde entfernt. Das bedeutet, wenn du die 7 Tage benutzt hast, dann kannst du, ohne zu warten, die gleiche Supertruppe nochmal benutzen, ohne dass du diese 7 Tage Cooldown hast. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dann, Supercell-ID. Da gab es einige ganz große Änderungen. Also, wir kennen das, oder ihr kennt das vielleicht schon von anderen Spielen, wie zum Beispiel Clash Royale oder von Brawl Stars, wo die Supercell-ID spielübergreifend funktioniert bei Supercell. Bedeutet zum einen, du kannst den Namen frei auswählen von der Supercell-ID, von den Accounts. Kannst du zum Beispiel sagen, weiß ich nicht, du nennst den einen Account, nennst du Rathaus 10 von der Supercell-ID und den anderen nennst du, weiß ich nicht, Rathaus 8 oder 12, dann hast du immer einen Überblick, was jetzt halt direkt welcher Account ist und siehst nicht die E-Mail-Adressen, dann hast du da einen viel besseren Überblick. So, dann, es gibt die Möglichkeit, Profile und Profilbilder zu machen. Time to find that best kitty photo. Dann eine Freundesliste. Man kann Freunde anhand der Supercell-ID adden, das kennen wir vielleicht auch schon, oder einige von euch vielleicht schon von Brawl Stars, und kann mit ihnen dann quasi so über die Grenzen hinweg alle Supercell-Spiele spielen, weil du ja dann die Freundesliste unabhängig vom Supercell-Spiel hast. Du hast sie nur anhand der Supercell-ID. Muss ich sagen, finde ich ganz cool. Du kannst sehen, welcher deiner Freunde gerade online ist und welches Supercell-Spiel er gerade spielt. Ich muss da mal einen Screenshot raussuchen von Brawl Stars, dann kann ich euch das mal einblenden, wie das da aussieht. Ich weiß nicht genau, wie es hier aussehen wird. Ich weiß nur, dass das sehr, sehr, sehr cool ist mit der Supercell-ID, dass sie das jetzt so ändern. Das ist zum Beispiel so eins dieser Highlights, was man eigentlich so überliest, aber was dann auf den zweiten Blick richtig cool ist. Weil das wirklich, es vereinfacht einfach sehr viel. Vor allem, wenn du zum einen nicht nur Clash spielst, sondern vielleicht noch ein anderes Supercell-Spiel. Und zum anderen natürlich, wenn du nicht nur einen Account hast bei Clash, sondern vielleicht auch 2 oder 3. Das ist richtig cool. Dann eine Altersverifizierung für neue Accounts. Das betrifft allerdings nur die Vereinigten Staaten. Also wenn du einen neuen Account in den Vereinigten Staaten machst, ich muss echt schon lachen eigentlich, weil das ein bisschen komisch klingt, dann wirst du gefragt, dein Alter einzutragen und Spieler unter 16 Jahren werden als junge Accounts
klassifiziert und müssen folgende Regeln befolgen. Die Supercell-ID ist nicht verfügbar, wird dann halt irgendwann freigeschaltet, wenn du das Alter erreichst. Was war, lol. Clans mit jüngeren Spielern haben einen, halt einen moderateren Clan-Chat. Persönliche, identifizierbare Informationen werden entfernt, wenn sie im Clan-Chat entdeckt werden. Also ich persönlich finde das nicht schlecht, halt das Problem ist, es ist wirklich nur für die Accounts in den Vereinigten Staaten. Und sobald der Spieler 16 ist, das Alter von 16 erreicht, sind halt die Features wieder ganz normal. Naja. Okay, weiter geht's. Und zwar bei den Helden. Die Helden werden jetzt automatisch wieder fit sein, wenn sie quasi dein Dorf verteidigt haben. Bedeutet, diesen Button bewachen oder schlafen gibt's dann nicht mehr. Wir können das ja mal hier sehen. Dieser Button fällt dann einfach weg. Das bedeutet, wenn du jetzt offline warst, jemand greift dein Dorf an und dein Held hat Schaden genommen, dann ist er automatisch wieder geheilt, wenn du dich einloggst. Das ist das. Also muss ich sagen, ist eigentlich ein ganz cooles Feature. Klar, wenn du jetzt angreifst und dein Held kriegt Schaden, dann schläft er natürlich trotzdem. Aber wenn er halt, wie gesagt, fit war und dich greift jemand an und dann hat er Schaden genommen, dann ist er sofort wieder fit. Und das ist das Geile, denn wie gesagt, dieser Schlafen-Button fällt dann einfach weg. Schlafen, bewachen, den Button haben sie einfach weggemacht. Dann die Siege Machines, genauer gesagt, die Belagerungskaserne. Der Kampf wird nicht länger enden, wenn die Belagerungsmaschine die letzte verbleibende Einheit ist. War mir gar nicht bekannt, dass es das gibt, aber das haben sie jetzt auf jeden Fall auch verbessert. Builder Base, ja, die gute alte Builder Base. Wir zoomen mal ruhig mal ganz raus so lange. Also, von dem, von dem Mutanten-Lakai, die künstliche Intelligenz wurde so verbessert, dass er jetzt einfach nicht mehr so oft deine Startposition zufällig wählt, wenn du ihn halt setzt. Clock Tower Boost wird nicht länger pausiert während der Wartungspause, da der Effekt dann nicht sich auf den Fortschritt der Bauarbeiterbasis bezieht. Naja, es sind halt so Sachen, das könnt ihr alles nachlesen, aber ich wollte es halt einfach mal noch mal einmal ganz gut durchgehen zum Ende und dann machen wir in einer zweiten Folge auf jeden Fall noch einen Angriff mit allen neuen Truppen. Versprochen. Bei den Skins gibt's auch, oder wird es auch einige Neuerungen geben, nämlich, gibt es da so neue Technik, dann sehen sie noch cooler aus, haben bessere Special Effects und Customized Spawn Troops. Gibt's jetzt leider hier noch nicht, aber das kann ich euch sagen, das wird richtig cool sein. Wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, beim König hast du den Pekka-König, dann würden dann alle anderen Truppen dann auch so aussehen. Ich weiß noch nicht genau, wie sie das dann machen werden oder ab welchem Skin sie das machen werden, aber die kleinen Truppen, die er dann spawnt, die sehen dann genauso aus. Finde ich recht cool. Dann, das For You-Tab wurde entfernt, das gab's ja in der englischen Version. Bedeutet, wenn ich jetzt hier draufklicke, gibt es das nicht mehr, es gibt Ereignisse, es gibt Community. Aber es gibt das For You-Tab nicht, das gibt es dann auch in der englischen Version nicht, weil sie gesagt haben, das Community-Tab reicht und das For You-Tab wird dann entfernt. So, wir gehen darüber rüber, es ist viel, viel Information heute, tut mir leid, aber es müssen wir noch einmal durchgehen. Dann, VFX, das Spiel kann nun verschiedene Zaubereffekte auf einmal rendern. Also gut, sie haben jetzt Combinations of Heal, Jump, Rage, Poison, Invisibility, Haste, Eternal Tome, Freeze, Frost, Clone, Stun, Shrink und so weiter. Stun weiß ich gar nicht. Ist das dann auf die Frostfalle bezogen? Eternal Tome ist auf jeden Fall Warden. Haste ist, wie gesagt, Allzauber. Invisibility wird sich wahrscheinlich auf den Effekt der Königin beziehen und so weiter und so fort. Aber ich würde mal sagen, das testen wir ruhig mal einmal aus. So, also, quasi Sinn der Sache ist, dass du zum Beispiel verschiedene Zauber dann auf einen Fleck pflanzt. So, wir setzen mal alles da drauf und dann, ja, sehen wir das, ne? Ja, okay, also du hast dann wirklich die Möglichkeit, dass der wirklich jeden Zauber auch einzeln noch rendert und dass keiner der Zauber, die noch im Hintergrund irgendwie rumfiddeln, dass sie dann irgendwie noch, ja, wie soll ich das sagen, dass sie quasi stillstehen oder nicht mehr animiert werden. So würde ich das jetzt zumindest verstehen. Die letzte Sache, die wir noch haben, heute in dieser ersten Folge, die Option, einen 5 Minuten Vorbereitungszeit und 45 Minuten Krieg zu haben bei Freundschaftskriegen. So, während jetzt noch das letzte noch am Rendern ist, Erdbeben sehen wir noch, den Schaden und der Sprungzauber. Und jetzt können wir den Gift noch draufdreschen. Und wir sehen, dass alles rendert gleichzeitig. Und so soll es auch sein. Also, wir gehen wieder zurück. Und da würde ich nur sagen, sind wir schon am Ende von der ersten Episode. Es war halt wirklich jetzt nur Theorie. Es tut mir ein bisschen leid. Es war lange und
Wir machen auf jeden Fall noch mit den neuen Truppen, machen wir noch Angriffe. In einer zweiten Episode schaltet wieder ein, guckt in die Beschreibung, aktiviert den Creator-Code MBF und dann schreibt mir auch gerne eure Meinung zum Update in die Kommentare. Bis später, macht's gut, tschüss.